Willkommen zurück beim Super Mario Maker Special. Manuel Fritsch von Insert Moin bei uns zu Gast. Er übernimmt gerade ein bisschen die Chatkontrolle, während ich versuche, ein Supreme-Level zu bauen. Und ich versuche gerade so zu bauen, dass man das Trampolin nicht mitnehmen kann. So geht's. Ne? Ja. So kann man es nicht mehr sich schnappen. Weil sonst kann man natürlich fiesen Schabernack damit machen im Level. Er ist fast. Das Schöne ist ja, dass man immer beim Bauen direkt ausprobieren kann, ob es funktioniert. Ja, gell? Das ist echt. So kann man das Level perfektionieren. Ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen perfektionistisch. Es muss auch schön aussehen. Das sieht zum Beispiel Grütze aus. Woher bekommt man dieses Mario Maker-Ding eigentlich? Ja, kann man ganz normal im Laden kaufen. Ja, was ist das denn für eine Frage? Wer hat die Frage gestellt? Kannst du mal Ben? Ne, ist ein ganz normale. Es kommt ja zum. Offiziell kommt es ja zum Jubiläum von Mario. Der wird ja, er wird ja 30, genau. Und deswegen ganz normale Retail-Version für die Wii U. Hier müssen die Münzen sein. Ich will, dass man einen optimalen Sprung hinlegen kann, weißt du? Das ist für mich so. Du hast wieder die Rechtshänderhand. Oh mein Gott. Ich habe aber nichts geändert. Du klick mal auf den Button oder hier. Andere Button? Ne, geht gerade nicht. Ah, du bist im Radiergummi-Modus, deswegen. Genau. Und da kannst du übrigens die Farbe der Hand einstellen und Katzenpfote. Das ist ja politisch sehr korrekt, dass man. Aber, Und wie geht rechts? Aber es sind keine Männerhände dabei, fällt mir gerade auf. Und rechts ist der andere Button, ja. Die Katzenpfote ist super, oder? So. Ich hasse mein Level selber schon. Siehst du, man braucht das scheiß Trampolin überhaupt nicht, um diese Münzen zu bekommen. Warum da immer so eine Hand eingeblendet wird, ja, das ist halt typisch Nintendo, oder? Dass der Zuseher auch so ein bisschen weiß, wo sich der Cursor gerade befindet. Ich glaube, das eigentlich, man selber braucht es ja gar nicht, weil auf dem Wii U Gamepad sieht man die Hand natürlich nicht. Die ist nur auf dem großen Bildschirm. So, hier, pass mal auf, baue ich jetzt einen Geheimgang hin. Kannst du mal einen fröhlicheren Level einstellen? Du mit deinem Geisterhaus. Das ist immer so melancholisch. Geisterlevel waren meine Lieblingslevel. Boah, die hasse ich ja auf den Tod. Echt? Nee. Ich spiele lieber jedes Unterwasserlevel in Mario als ein Geisterlevel. Boah, du bist sehr komisch, Mann. Ja, Geisterlevel sind doch furchtbar. So, pass mal auf, jetzt was ich hier. Jetzt kommt nämlich der Knaller. Das ist. Wie mache ich denn unsichtbare. Also, es gibt ja auch unsichtbare Blöcke, die man nur sieht, wenn man dagegen springt. Das ist das hier? Oder was? Genau. Ich soll dich noch darauf hinweisen, das ist eine gute Idee. Siehst du? Die kann man nicht. Geh nochmal in den Editiermodus. Moment. Was denn? Da, ah, das geht. Geh mal in den Editiermodus, gerade um deinen Sprung zum Beispiel zu testen. Guter Vorschlag aus dem Chat, unten den Mario anklicken. Dann hast du einen Trace, wie bei Zeichentrick quasi. Und wenn du jetzt mal hüpfst, dann siehst du deine Flugbahn quasi im Editor wieder. Dann kannst du genau gucken, wie lang dein. Ja, über dein Trampolin meine ich natürlich. Ah, ja, oder eben für die versteckten Blöcke, genau. Und dann kann man besser justieren, wo die Blöcke hin sollen. Danke für den Tipp. Es gibt gute und schlechte Geisterlevel, aber es gibt kein gutes Unterwasserlevel. Ist hier eine Aussage im Chat. Ja. Ja, Wasserlevel sind doof, das stimmt. Aber Geisterlevel, naja, ich weiß nicht, mag die nicht. Das müsste hier sein. Der kann wieder weg. Die Pfote nervt, du sollst wieder was anderes einstellen. Ja, siehst du, das geht. Ha! Ja. So, und jetzt kann man soll ja nur mit dem Trampolin hinkommen. Und die Münzen sollen davon ablenken. Aber dann muss da eine Tür sein, oder? Du musst da oben natürlich eine Geisterlevel-Tür machen. Das ist ja der Trick. Das ist ja der Trick dann. Geht das überhaupt, was ich hier vorhab? Ja, es geht. Geil. Wie heißt der andere? Meinen die mich damit? Ja. Oder was? So, pass auf. Von hier. Weiter. Mach ich das am besten. Pote weg is now trending topic in Germany.
Ja, ich mach's wieder weg. Mich nervt die auch. Ich mach so. Kannst ja den ganz klein machen, vielleicht für die Zuschauer. Diese Mini-Hand. So, pass mal auf, wie geil das ist. Aus Versehen hier einen Geheimgang entdeckt. Da kommt eh keiner drauf, aber ich mach's rein. Yeah, mit B, oder wie? Aber wieso geht der Bildschirm jetzt nicht nach oben? Ja, gute Frage. Guck mal. Das jetzt ist doch leicht. Ja, aber das ist doch irgendwie komisch. Probier mal nicht das Geister-Level-Set. Du mit deinem Geister-Level-Set. Ich will doch nur wissen, ob es da hochscrollt. Wieso sollte das denn am Geister... Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil das Geisterhaus ein Dach hat? Nein, du hast offensichtlich nie Super Mario World gespielt. Ja, nein. Natürlich habe ich es gespielt. Und es müsste nach oben scrollen. Frag mal lieber im Chat nach, warum das nicht geht. Bau da mal was hin, was ordentlich ist. Bau da mal. Ja, ich bin noch ein paar dabei. Ja, wenn du. Vielleicht die Unsichtbaren, die scrollen wahrscheinlich nicht hoch. Und die normalen Blöcke scrollen wahrscheinlich hoch. Die Hand ist auch schlimm. Du sollst die ganz kleine machen. Boah. Also, ich gebe nur weiter, was im Chat steht. Muss man bei dem Spiel noch Sachen freischalten? Ja, man muss alles freischalten. Das ist so typisch Nintendo, dass man. Eigentlich pro Tag, so war es ursprünglich, pro Tag ein neues Set bekommt. Wenn man 5 Minuten gespielt hat, hat man am nächsten Tag das Set bekommen. Hat aber hat jeder in den Kritiken irgendwie, jede Zeitschrift, jedes Magazin, jedes Blog, jeder Podcast hat es angeprangert. Und dann haben sie einen Patch rausgebracht, damit man nur noch einmal, also, glaube ich, 15 Minuten spielen entweder muss. Entweder ist es und dann ein Editor oder ist es ein Spiel. Ja, eben. Also, aber das ist halt so typisch Nintendo. Ja. So, und wenn man hier ist, komm. Weißt du, was jetzt gut wäre? Wie in so Kochsendungen. Wir haben da schon mal was vorbereitet und dann würdest du so dein Level rausholen. Aber beim Maker ist doch der Weg das Ziel. Ja, das ist doch gerade der Spaß hier bei der Sache. Nee, das ist doof. 2 Schichten. So, und jetzt pass auf. Jetzt kommt ja gleich der Knaller. Soll ich dir was sagen? Jetzt kommen Leute, die wünschen sich die Pfote. So, wo sind denn jetzt die Türen? Die Türen, da rechts 4. Aber ich kann jetzt immer nur Elemente auch aus Super Mario World benutzen. Ganz oder genau. Könnte ich die jetzt auch mischen? Nee, leider nicht, aber du kannst wechseln. Also zum Beispiel die, dieser Maulwurf mit dem Dach zum Beispiel, den gibt es ja nur in dem Set. Ja. Ja? Oder den Zauberer. Wenn du jetzt mal die Levels, das Set änderst, passiert nichts, kannst jederzeit wieder zurück. Nee, ja, das auch. Aber die Elemente bleiben. Aber wenn du oben die Welt änderst, also die, wie sagt man da, die Mario-Generation. Ja. Wenn du jetzt die Generation änderst, dann ändern sich ein paar der Elemente. Also nicht nur grafisch. Mhm. Wenn du jetzt wieder aufklappst, siehst du, da sind nicht mehr alle Sachen dabei. Okay. Klapp mal auf, oben rechts. Ja, du bist im gleichen Set. Ja, ja, eben. Ja. Ich hab's schon verstanden. Ah, okay. Ich mach jetzt hier Tür. Nee, nicht 2 Türen, nicht eine Tür. Wieso sind das jetzt 2 Türen? Ja. Weil die gehören zusammen. Ach so, eine Eingang. Du setzt dann einen Eingang, einen Ausgang und diese Spielkarten geben dir einfach nur einen Hinweis, dass du im Editor weißt, welche Tür führt zu welcher. Da gibt es dann halt Pik, Ass und Pik, Kreuz und so Symbole. Du sollst eine Decke machen, dann geht die Kamera besser mit. Das habe ich ja, das meinte ich vorhin übrigens. Wenn du oben was hinmachst, dann hat er da eine Referenz. Okay. Wo ist denn mein Ziel? Da unten wahrscheinlich. Wo muss doch... Wo komme ich denn jetzt noch? So, ja, logisch. Ich würde ehrlich gesagt, wenn du eh ein Geisterlevel baust, würde ich es relativ knapp halten und dann so verschiedene Räume machen. Dann kannst du auch mit Türen, die einen anderen Levelabschnitt führen und so. Wie mache ich denn andere Räume? Das geht auch über... Wo waren die Schaltfläche? Anders. War das bei dem Plus da rechts oben? Ne, das war nur das Menü. Vielleicht hat das der Gunnar noch nicht freigeschaltet. Da gab es auf jeden Fall einen Button dafür. Du kannst auch Favoriten dir zusammenbauen, gell? Aber das Problem hast du, glaube ich, gerade nicht. Die unterste Reihe haben wir doch vorhin überlegt, wofür die ist. Da kannst du dir deine, wenn du nochmal aufklappst, ganz unten, kannst du dir deine Favoritenleiste machen. Wenn du halt sagst, du möchtest ein Level bauen mit Kettenhund, Tür und bla bla bla, dann ziehst du dir die Elemente in deine eigene Reihe rein. Du kannst Mario in die Röhre stopfen für mehr Räume. Dann öffnet sich ein neuer Raum.
Mario in die Röhre stopfen. Mhm. Ja, gleich. Moment, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. So, dann kommt man hier raus, ne? Was schon mal sehr geil ist. Ich mache jetzt auch hier. Eine Frage aus dem Chat: Hat man auch einen Welteditor oder nur einen Level-Editor? Das ist eine gute Frage. Naja, du kannst nur Level bauen. Aber nicht so eine Oberwelt wie in Super Mario World. Genau. Schade eigentlich. Du kannst Level nicht zusammenhängen. Du kannst zwar innerhalb eines Levels mit Türen und Röhren und so arbeiten, aber du kannst nicht sagen, ich baue mir jetzt irgendwie 10 Level zu einer Welt zusammen. Das geht nicht. Noch nicht, wahrscheinlich. Wie er einfach nie macht, was Manu sagt. Ja. Das wundert mich aber auch. Das stimmt aber doch überhaupt nicht. Nein. Ich habe halt gerade einen konkreten Plan, was ich machen will. Was soll ich denn machen? Muss ich doch gerade mal umsetzen. Gibt's auch einen Eddie-Editor? Gut. So, jetzt pass mal auf. Mein Bub. Jetzt passe mal auf. Dann kommst du eigentlich mal wieder in den Podcast. Ja, wenn das. Du fragst mich ja immer nach irgendwelchen aktuellen Spielen und ich habe ja nie Zeit, die zu spielen. So, ja, hier geht's nämlich lang. So, und dann sehen alle, oh, da sind die Münzen. Da gehe ich gleich mal ran. Da springe ich doch direkt mit. Ja, aber da musst du eine Falle. Rechts muss dann Lava hin oder so. Oh man, so weit bin ich doch noch gar nicht. Dann denkt man, da geht's weiter, ja. So. Aber der Clou ist ja. Hier. Das findet keiner raus. Nee. Aber wie geil, das liebt man doch, oder das habe ich immer Mario geliebt, ja. Dass es solche Geheimnisse gibt. Vor allem, du bist ein guter Editor, wenn die Leute dann das Gefühl haben, geil, das habe ich habe es rausgefunden, oder? Ich finde, das ist ein Zeichen für einen guten... Ich krieg mein eigenes Level nicht hin. Das ist nämlich das Schöne übrigens, da noch eine Erklärung, wenn man, ja. Wenn man den Level hochladen will in die Community, ja. Dann musst du ihn selber auch schaffen. Ich meine, das machen viele Level-Editoren, aber... Ja, jetzt. Ja, doch, das geht. Yeah! Das ist quasi eine Warp-Zone. Hä? Jetzt hast du ihn geschafft, jetzt dürftest du ihn quasi... Also, du müsstest ihn nochmal von vorne spielen, aber... Also, die, rein optisch kann man da sicherlich noch ein bisschen was machen. Aber du hast ein Geisterwelt-Level gebaut. Aber das ist doch schon mal ein geiles Secret, was wir da... gemacht haben. Da mache ich übrigens auch das, wie sieht das denn eigentlich aus? Aber du siehst, man kann sehr viel Zeit damit verbringen. So, wenn man hier runterspringt, hier ist natürlich... So, was bauen wir hier erstmal? Man muss ja auch mal eine Schlucht oder so bauen, ne? Ich unterschätze mal, wie weit man mit Mario springen kann. Man muss ja echt viel, guck mal hier. Und wenn ich dem jetzt, kann ich dem jetzt Flügel dran kleben oder was? Ach, das ist ja geil. Kann man auch die Geschwindigkeit zum Beispiel, wie schnell der hüpft und so Geschichten, wie hoch der springt, kann man sowas auch noch machen? Von Mario selber nicht, aber du kannst, haben wir ein Amiibo da? Nee. Amiibo 500, was ist das denn? Kein Amiibo. Was kannst du mit dem Amiibo machen? Der neue Wolljoshi ist übrigens ungefähr so groß, gell? Der Amiibo Wolljoshi. Ja. Da stellst du dann nur den Fuß drauf. Fällt mir nur gerade so ein. Erklär doch mal Amiibo. Also wenn du Amiibos jetzt hier draufstellst, dann verwandelt sich der Mario in den jeweiligen Amiibo. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel mit der Wii Fit Trainerin einen Level bauen. Da gibt es sehr coole Sachen. Also online gibt es dann halt Metroid-Level, da gibt es dann Zelda-Nachbauten, wo du quasi so ein Level hast, wo du halt verschiedene, wie so ein kleines Labyrinth oder so hast. Also die haben sich da echt tierisch was einfallen lassen schon. Ich habe noch nie mit Amiibos irgendwas gemacht. Ich habe, das ändert aber einfach nur den Spielcharakter, den man dann da hat. Genau, das ist dann wie ein Kostüm quasi. Hüpft noch genauso und springt auch genauso weit. Was du einstellen kannst an Geschwindigkeit, dass der Level zum Beispiel automatisch scrollt. Mhm. Hoch, runter, links, rechts. Verdammt, das klappt nicht so, wie ich es will. Ich will, dass er da hin und her hüpft. Aber weißt du was, dann mache ich es anders. Dann mach ich das wieder weg.
währenddessen. Jemand schlägt vor, fürs Community Beef könntet ihr doch mal die Level der Community spielen. Wie kann ich jetzt die Röhre größer machen? Die Röhre größer, ja, die Frage stellen wir uns doch alle, oder? Einfach hochziehen, ja. Was ist nach links und nach rechts schwenken? Ja, halt. Ja, waagerechte Röhren. Und da kannst du auch alles reinstecken. Also du kannst dann zum Beispiel jetzt auch, oder? Ja, das ist wirklich Masterclass Game Design, was ihr hier mitkriegt, finde ich. Ich habe schon einen super Secret Geheimgang. Und guck mal, man springt hier mit dem Trampolin. Oh oh! Oh oh! Landet in der Springblume. Dann landet man hier. Oh, hier will man aber auch nicht bleiben. Will hier hoch, aber du weißt natürlich, was jetzt kommt. Und wie die Uhr da. Jetzt zieh mal den Mario rein. Warte, pass auf, jetzt kommt der Knaller. Kommt der Knaller, werden sie alle sterben. Wie kann man denn... Kann man jeden Stein... Ach, das probiere ich jetzt. Guck mal, ich mache hier einen unsichtbaren Stein. Zack. Und kann ich den jetzt zum Beispiel unsichtbar machen? Weißt du, wie ich meine? Den Stein? Ist der jetzt un... Nee, der ist jetzt da. Aber dass ich so eine Note unsichtbar mache, geht das? Puh. Nee, aber du kannst ja in den unsichtbaren Block noch was reinschieben, was dann raushüpft. Ja, ja, das ist klar. Aber ich dachte, dass ich jetzt alles unsichtbar machen kann, so im Prinzip. Aber das ist ja auch Quatsch. Achso, ich muss den wieder löschen. So, das ist richtig gemein. Der Chat fragt, wann jetzt der Knaller kommt, von dem du die ganze Zeit redest. Der Knaller ist, ihr werdet es dann sehen, wenn die Leute zocken. Das ist nämlich das Ding, dass man jetzt die Genialität des Levels, Manuel, die erschließt sich natürlich erst, wenn dann die Leute ran müssen. Aber ich erkläre es auch gleich nochmal, warum es genial ist, aber ihr werdet es auch. Aber probier doch jetzt nochmal kurz den Mario da, du kannst ja wieder löschen, weil das habe ich nämlich selber auch noch nicht probiert, wenn du den Mario da reindragst, ob dann die Röhre so einen Pfeil kriegt. Ach so. Genau. Ja, da, genau. Und dann kommst du quasi in den nächsten Abschnitt. Weißt du? Und dann kannst du so diese... Wie kann ich jetzt wieder zurück? Ja, du musst erstmal die Röhre setzen und dann kannst du, glaube ich, wieder zurück. Ja. Wahrscheinlich einfach auch wieder da den Mario reinschieben. Genau. Ah, okay. So, passt mal auf. Leute. Es ist aus vielerlei Gründen genial. Ihr kommt hier lang, ja? Okay, warte, ich starte das Level einfach mal von vorne, damit ihr seht, warum es geht. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Huch, das wollte ich ja gar nicht. Mit dem Hund hast du ein Undo übrigens. So. Mario kommt jetzt hier hin. So, hier starten wir, ja. Wir spielen das jetzt mal ganz normal. Oh, da ist ja schon erste Gegner. Okay, immerhin geklappt. So, Geheimgang habe ich ja eben schon gezeigt, ne? Oh, hier ist schon erst... hier muss ich hoch. Zick, fuck, tot. Ja? Das ist eine Todesfalle, das die ich da gebaut habe. Der Pilz schon mal weg. Gregson. Der Knaller, sag ich dir. Du kannst Zeuge sein... Der Knaller. ...von Miyamotos Ziehsohn. Also, dass ich... Hallo. Aber du brauchst... Nimm dir mal... Wenn du dazu kommen willst, dann hol dir... Ja, irgendwo müssen hier noch Mikes sein. Was? Noch 5 Minuten? Ich habe doch gerade erst angefangen mit dem Level. Was ist denn in 5 Minuten? Ich baue das weiter, ihr Schweine. Ne. Okay. Toll. Wie kriege ich denn das jetzt übrigens wieder weg? Dass der da in die Röhre kann. Ja. Ich hab mir einfach mal ein Mikro geschnappt, ich hoffe. Da kommt was durch. Kannst du mehrfach rückgängig machen, dann geht's wieder bis zu dem Off. Ich bleib dann die Stimme aus dem Off. Oh Gott. Ja, nochmal, genau. So, also das ist Todesfalle Nummer 1. So, dann ist man hier. Und hier könnte man jetzt zum Beispiel so ein fahrendes Ding machen. Du weißt, dass du den Level einmal schaffen musst, ne? Bevor der überhaupt ja, das ist nicht als so Level gilt. Das dürfte, glaube ich, nicht so das Problem sein. Ja. Du hast nicht aufgepasst. Ich habe hier schon einen Geheimgang gebaut. Oh nein. Ja, wie ging das denn? Gregor raschelt, aber ich glaube... Ich raschel? Das ist nicht meine Absicht. Ich muss hier das Mikro erstmal aufsetzen.
Ist das so eine Sinuskurve ein wenig? Ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich gerade mache. Aber die Silhouette eines Zugs. So kommt mir das vor. Kann ich die Dinger da dran machen? Kannst alles dran machen. Oder, ja. Kannst alles dran kleben und dann fährt es durch die Gegend. Ich meine zwei nebeneinander auch. Was? Ja. Du kannst sogar die Raupen da dranhängen. Das fand ich besonders gut. Oh, das ist aber auch. Eigentlich ist das ganz geil, dass es nur ein Block ist, oder? Hä? Nein! Warte. Ach, das Andu. Ist. Boah, ist das scheiße, gemein. Boah, der muss ja ziemlich genau treffen. Wenn du lieb bist, machst du unten ein Laufband hin, was dich wieder zurückpfeffert. Oder Pflanzen, die dich aufessen, dass du doppelt tot bist. Es dauert halt leider sehr lange, das ist ein schlechtes Game Design. Es dauert zu lange, bis der. Kann man das nicht so machen, dass der erst losstartet, wenn man drauf ist? Sowas gab's. Oh, sind da Motten rausgeflogen. Ja, die kannst du anklicken und dann spielst du ein bisschen Kaffeepause. Was ist das denn für ein Quatsch? Also einfach so Easter Eggs. Kennst du Kaffeepause noch von Mario Paint? Ja. Das ist es. Haus weg. Es sind ganz viele so Easter Eggs, auch in den Credits, gell? Ja. Also wenn das Intro kommt, man klickt auf die Buchstaben und so. Könntest du gleich Ede das vielleicht nochmal oben verbinden, dass es wie so ein Kreislauf ist? Nee, ich bin rein akustisch hier. Okay, du bist ein Kommentator. Stellt euch vor, der Mario hinten redet gerade. Der im Klebstoff. War Luigi. Level 1 habe ich geschafft, Level 2 nicht mehr. Da war ich nicht schnell genug. Und Minigame. Was ich ja geil finde, dass der Hund so eine Halskrause anhat. Okay, das hat gar nichts gebracht. Ja. Nee, ich will da wieder raus. Hör jetzt auf. Sein Hund drücken, ne? Auf. Wie komme ich jetzt hier wieder rauf? Unten auf den Hund, würde ich mal sagen, oder? So. Ah, ja. Ey, weggelasert. Wie geht das, dass der Block sich erst bewegt, wenn ich drauf springe? Oh nein, das war knapp. Weißt du, das muss doch irgendwie gehen. Ich glaube, das gab's doch. Das gibt's da nicht so Sonder. Nee. Vielleicht passiert's das erstmal, wenn der es in dein Blickfeld kommt, dass er losgeht. Vielleicht ist es so gestellt. Okay. Zum Löschen von Objekten kannst du sie auch einfach über den Rand rausziehen, sagt hier gerade einer. Das war mir auch neu. Ist Überziehen eine Option oder nicht? Wird hier gerade gefragt. Das muss die Regie entscheiden, aber ich glaube, es ist irgendwas Wichtiges danach. Ich weiß aber auch nicht, was. Ich dachte auch, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Dieses geniale Spiel noch ein bisschen. Ich bin ja gerade erst am Anfang. Gregor, ich hätte dich so gern mal meinen Anfang zocken lassen. Du kannst mir nachher ja die Levelnummer schicken. Ja, du musst jetzt mal den Level kurz noch abschließen, dass der Gregor ihn wenigstens probieren kann. Ja, ich will jetzt hier. Wieso kann ich denn jetzt nicht so ein Ding. Ah, so. Ja, das wird knapp. So. Was ist das denn für ein Ding? Ja, aber es muss doch irgendwie. Das kann ja nicht direkt starten. Und was ist das für eine komische Maschine da dran? Das habe ich ja noch nie gesehen. Glaube ich, war die nicht auch in Mario 3 dran zu machen? War die nicht die erst losfährt, wenn man draufsteht? Die hat doch so einen Schalter, oder nicht? Naja, aber du siehst ja, sobald ich Play mache. Achso, das ist der Motor, der da dran hängt, ja. Tja. Probier sonst mal aus dem Bild draußen zu sein und es reinzugehen. Ich glaube, dann geht's erst los. Zum Spielen bin ich jetzt nicht mehr gekommen, aber. Ja, das war ja klar. Ja, klar. Okay, ja, da, genau, ein Sprung von da aus. Ist das jetzt aber alles hier ein bisschen. Ja, es war auf jeden Fall schön, hier zu sein bei dir, Ede, auf der Couch. Nee, was hast du denn erwartet? Nein, ich meine das völlig ironiefrei. Jetzt habe ich mein ganzes. Wo ist denn jetzt mein Geheimgang hin? Ede merkt gar nicht, dass ich neben ihm sitze. Jetzt, Leute, was ist denn hier? Jetzt ist alles kaputt. Mach das wieder weg. So, Gregor, darf jetzt einmal ganz kurz, komm mal. Ja. Ich mach dich selbst, wie komme ich an Anfang? Select. Select? Okay, ihr seht Gregor nicht, aber. Okay, warte. Aber ich probiere es mal. So, dann. So, mal dann rüber. Auf. Was ist das denn hier? Ja, geh ruhig rüber. So, dann auf Spielen gehen. Jetzt zockt Gregor. So.
Das ist der Knaller, wir müssen jetzt emotional. Wir müssen so ein bisschen. Oh, geil! Nicht schlecht, Gregor. Wow! Er hat ja nichts gesehen. Ne? Aha, soll mich das dahin finden, dass ich da reinspringe? So, scheiße. Der Geheimgang. Oh, wäre da vielleicht irgend so ein Paupilz, mit dem ich dann die umwandeln kann? Jetzt habe ich das aber schon verdödelt, ne? Was ist denn das eigentlich? Oh, was ist denn das? Ja, weiter bin ich noch nicht. aber das war so der Gedanke dahinter, ne? Das naja, du hast schon ein bisschen... Aber geh mal nach links, ich zeig dir immer was, okay. Ja? Geh mal nach links. Ah. Ups. Nach links, weiter nach links. Ja. So, jetzt geh mal hier auf die erste Stufe. Ne, rechts, rechts, auf dieses Podest da, okay. Rechts. So, jetzt springen wir nach oben links. Voll Power. Okay. So. Ja, von der Idee richtig. Vielleicht von einer Stufe weiter oben. Okay. Da kommt man natürlich sofort drauf. Da müsste sich auch so Pfeile, okay, hinmachen oder so. Pfeile. Hier gibt's keine Pfeile. Du machst quasi die Dark Souls Edition. Dark Souls Edition. Ich bin so unfähig. Oh! Das ist korrekt. Ah, hier. Damit es losgeht, wenn man drauf springt, muss man das Objekt auf das Viereck am Schienenanfang legen und nicht auf die Runden. Da fährt's dann. Danke, Chat. Ah! Ah! Oh, nein! Das war das Dümmste. Oh, da muss ich mir was einfallen lassen. Da muss ich noch Spikes machen für alle, die vorbeirennen, dass sie sofort mit dem Tod bestraft werden. Da mache ich noch was so hin. Alter, war das fies. Oder irgend so ein Beschleunigungsband oder sowas. Okay. Das ist ja wohl mal ein Hammer Geheimgang, oder? Das ist krass. Das ist wirklich sehr gut. Ja, man muss nochmal nachdenken, dass man da hinkommt. Ja, es wird keiner rausfinden. Weißt du, du solltest wirklich den Fahrstuhl, der muss wirklich nicht bis zum Ende gehen können, dass du überhaupt gar nicht da durchkommst, dass man durch den Geheimgang erstmal durch muss. Ich lasse mir noch ein bisschen was einfallen. Wir müssen jetzt leider Ende machen. Wie speichere ich das denn ab? Auf dem Roboter. Genau. Auf den Roboter. Aber es ist natürlich noch lange nicht fertig. Neue Datei speichern, genau. Ja, vielen Dank, dass du auch gebaut hast. Du hast mir geholfen, immerhin hier das alles, sonst hätte ich noch weniger hingekriegt. Under Construction. aber du bist ja auch noch mal bei Almost Daily zu Gast. Ne? Da werden wir noch ein bisschen ausführlicher quatschen. Gregor, es ist schon wieder um die Zeit. Es ist schon wieder um die Zeit, ja. Traurig. Ja, das war's mit Super Mario Maker. Was kommt denn jetzt, liebe Regie? Rimworld. Sagt's mir nicht. Rimworld. Rimworld. Ja, viel Spaß mit Rimworld. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.